Hallo und herzlich willkommen bei Armins Techniktipps. Ja, ich weiß, lange ist es her. Es ist fast 8 Monate her, wo ich das letzte Video gemacht habe und habe mich auch gefragt, soll ich überhaupt den Kanal weiter verfolgen? Aber es gibt doch eine kleine, feine Gemeinde, die hier interessiert ist an meinen technischen Ausführungen und daher habe ich beschlossen, diesen Kanal weiterzuführen. Und um was es in dieser Folge geht, zeige ich euch nach dem Intro. Ja, liebe Leute, ich habe mir überlegt, was kann ich euch zeigen. Ich habe die Kommentare unter meinen Videos gelesen. Ich habe hier auch schon bereits Fragen beantwortet. Ich will euch kurz mal einen Überblick geben, wie es hier jetzt weitergehen soll. Ich werde nach wie vor Fragen beantworten, die auf meine Videos in den Kommentaren gestellt werden. Auch wenn sie nicht unbedingt zum Thema des Videos passen. Ich glaube, hier kann ich, sofern ich Antwort geben kann, auch gute Hilfestellung leisten. Ich werde auch Anregungen für neue Ideen, für neue Themen aufnehmen und diese dann als Videos umsetzen. Und euer Hauptaugenmerk oder euer größter Wunsch war es, mehr Informationen über Smart Home und über Home Office, Telefonie am PC zu bekommen und dem soll es dann auch so sein. Zum Smart Home werde ich ein extra Video machen, da gibt es einiges an Informationen. Heute geht es hauptsächlich um Telefonieren über PC. Da kam dann die Frage, welche Headsets empfehlenswert sind. Naja, da kann man keine generelle Empfehlung aussprechen. Ich habe mir hier damals ein Headset von Sennheiser gekauft, weil mich hier absolut überrascht hat, dass dieses Headset im Laden um die 20 Euro kostet oder 25 Euro. Aktuell steht es bei Amazon für 26,50 drin. Das ist das Sennheiser PC3 Jet Headset, meines Erachtens ein sehr gutes Headset. Man muss halt hier ein bisschen schauen. Das ist natürlich alles Plastik. Bei längeren Telefonieren kann schon sein, dass auch hier diese Muscheln, die eine relativ dünne Schaumstoffschicht haben, vielleicht auch etwas drücken. Man kann auch gerne mehr Geld ausgeben. Es gibt dann das Sennheiser PC 3.2 für 50 Euro, das dann größere Ohrmuscheln hat. Es gibt auch geschlossene. Allerdings muss man sich dann auch klar sein, dass man von der Umgebung nichts mehr mitbekommt. Mit Sicherheit gibt es auch In-Ear-Geräte. Wichtig ist, dass ihr auf die Anschlüsse schaut. Wenn ihr mit einem PC telefonieren wollt, der hat ganz normale Klinkenbuchsen. Ich habe sie in meinem letzten Video ja beschrieben. Und das muss hier einsteckbar sein. Gut, weitere Fragen habe ich bei den Filmen, bei den Videos auch schon entsprechend beantwortet. Es war gewünscht, ein genauerer Überblick über Fauna Lite zu erhalten und eventuell auch einen Überblick über alternative Software. Aber nun kommen wir nochmal zu unserem Fauna Lite. Also, wenn ihr Fauna Lite gestartet habt, seht ihr diese Oberfläche. Wie man Fauna Lite einrichtet, habe ich in meinem letzten Video euch schon gezeigt. Heute erkläre ich mal die wichtigsten Funktionen. Ihr seht hier oben auch schon die wichtigsten Schaltflächen. Diese Schaltflächen sind auch in dem Menü Aktion beschrieben. Verbinden, trennen, Wahlwiederholung, halten, Konferenz, Rufumleitung, Ruhe vor dem Telefon, anklopfen, anonym und das Programm beenden. Hier haben wir ein Eingabefeld für eine Zielrufnummer. Hier gibt es Kurzwahltasten, hier gibt es Zifferntasten, hier ein Überblick über die bestehenden Verbindungen und hier unten gibt es noch verschiedene Reiter, wie zum Beispiel ein Logbuch, ein Telefonbuch, Google-Kontakte,
Nachrichten, eine Konfigurationsseite und eine Statistikseite. Im Endeffekt braucht ihr aber dieses Fenster beim laufenden Betrieb gar nicht offen haben, sondern ihr könnt die wichtigsten Funktionen auch über das Fenster bedienen, das sich bei einem Anruf unten rechts bei der Uhr einblendet. Das würde ich euch jetzt mal zeigen. Hallo? Wenn ihr Phone Light offen lasst, dann könnt ihr über dieses Fenster auch das Gespräch entgegennehmen. Wenn ein Anruf kommt, wird es hier angezeigt und ihr geht einfach auf den Abheben-Button. Ein Anruf tätigen ist auch sehr einfach. Ihr könnt entweder hier in dem Feld Zielrufnummer die Telefonnummer eingeben oder über Namenseingabe aus eurem Telefonbuch suchen. Ihr könnt aber auch direkt auf das Logbuch oder das Telefonbuch klicken und dort mit der rechten Maustaste eine Verbindung herstellen. Ihr könnt auch über diese Kurzwahltasten gehen. Die kann man belegen, indem man einfach aus dem Telefonbuch hier eine Rufnummer in das Feld zieht und dann braucht ihr bloß mehr kurz da draufklicken und dann wird die Verbindung hergestellt. Bevor ihr einen Telefonanruf tätigt, könnt ihr euch noch überlegen, ob ihr im Anonymmodus telefonieren wollt, also sprich mit Rufnummernunterdrückung. Dazu diesen Button aktivieren und wenn er farbig ist, dann wisst ihr, ihr ruft jetzt an, ohne dass der Anrufer eure Nummer sehen kann. Die weiteren Funktionen kann ich euch leider nur theoretisch erklären, da ich hier mehrere Anrufer bräuchte und das mir momentan nicht möglich ist. Ihr könnt eines noch voreinstellen, zum Beispiel über diese Schaltfläche anklopfen. Man kann es hier auch nochmal sich anzeigen lassen. Anklopfen kann man genauso ein- und ausschalten. Das bedeutet, während ihr telefoniert und ihr bekommt nochmal einen Anruf rein, könnt ihr euch das durch Anklopfen, durch Piepsen anzeigen lassen, wenn das eingeschaltet ist. Wenn das nicht eingeschaltet ist, bekommt der Anrufer ein Besetzzeichen und muss es dann später einfach nochmal probieren. Wenn ihr Ruhe vor dem Telefon aktiviert habt, dann klingelt euer Telefon nicht und der Anrufer bekommt auch einen Hinweis, dass ihr nicht angerufen werden könnt momentan. Ja, das ist vielleicht während einer Videokonferenz oder einer Besprechung gar nicht schlecht. Was passiert während eines Anrufs? Wenn ihr einen bestehenden Anruf habt, also hier eine Zeile eingetragen ist, könnt ihr mit dieser Schaltfläche das Gespräch halten. Das heißt, auf Warteschleife setzen. Der Anrufer bekommt eine Wartemusik und ihr könnt Rückfragen starten oder was auch immer. Ihr könnt auch ein weiteres Telefonat einleiten. Dazu müsst ihr aber nicht unbedingt auf Halten gehen. Ihr könnt einfach auch eine zweite Nummer wählen über euer Telefonbuch, über eure Kurzwahltasten. Und dann habt ihr hier zwei Rufnummern. Und wenn ihr diese beiden Rufnummern hier angezeigt habt, habt ihr auch die Möglichkeit, diese Gespräche zusammenzuschalten zu einer Konferenz. Ja? Ihr könnt auch weiter verbinden, eine Rufnummer auf die andere durch Rufumleitung. Könnt ihr auch voreinstellen, ob ein Anruf bei euch landen soll oder vielleicht auf ein Handy weitergeleitet werden soll. Und was noch interessant ist, über Optionen kann man sich das Ganze natürlich auch konfigurieren. Was hier zum Beispiel interessant ist, wenn ihr die Google-Kontakte nicht nutzt, könnt ihr das ausblenden. Ja, dann gibt es dieses Telefonbuch nicht mehr. Ihr könnt die Soundkarte konfigurieren. Das bedeutet, ihr könnt einstellen, auf welchem Lautsprecher ihr euer Gespräch führen wollt. Kann ja sein, über euer Headset oder über einen Lautsprecher. Welches Mikrofon soll das Programm verwenden? Wo soll es klingeln? Soll es einen Signalton geben? Soll es eine Musik abspielen? Soll über die Soundkarte was abgespielt werden?
Ja, das könnt ihr alles einstellen. Auch das Sampling, also sprich die Qualität der Sprache, kann eingestellt werden. Es gibt eine Übersicht der Hotkeys, beziehungsweise ihr könnt euch selber einstellen, mit welchen Tastenkombinationen ihr ein Gespräch annehmen oder trennen wollt. Es gibt eine Symbolanzeige eben, das war das, was ihr vorher schon gesehen habt bei der Uhr im SysTray, ob hier ein Symbol angezeigt wird oder nicht. Kurzwahltasten könnt ihr auch ein- oder ausblenden. Das heißt, wenn ihr die nicht nutzen wollt, blendet sie einfach aus. Dann wird der Bildschirm oder das Programm etwas übersichtlicher. Und zum Schluss dann noch die Option Ausführen bei Systemstart, was ich euch empfehlen würde, wenn ihr ausschließlich an dem Rechner arbeiten wollt und wenn ihr an dem Rechner auch gleich telefonieren wollt. Was ihr noch machen könnt, ist während des Gesprächs, wenn der Gesprächsteilnehmer sich beschwert, dass ihr zu laut oder zu leise seid, könnt ihr hier mit diesen Reglern auch ein bisschen die Audio-Lautstärke oder Mikrofonempfindlichkeit hoch und runter regeln. Das muss man vielleicht sich mal einstellen. Und ihr könnt natürlich auch das Mikrofon auf stumm schalten. Jetzt im Nicht-Telefoniermodus ist es automatisch auf stumm. Dann könnt ihr auch hier im Raum Gespräche führen, ohne dass es der Gesprächsteilnehmer mitverfolgen kann. Wenn jemand auf den Anrufbeantworter gesprochen hat, könnt ihr das hier sehen. Dann blinkt nämlich dieses Lämpchen. Ihr habt einen Anruf auf der Voice-Mailbox und ihr könnt sie dann entsprechend abrufen, wenn ihr da draufklickt. Also wie gesagt, Phone Alight ist ein sehr umfangreiches Programm. Schaut euch die Hilfe an, versucht mit rechten Maustasten diverse Sachen einzustellen. Ihr könnt Rufnummern auch aus dem Logbuch ins Telefonbuch übernehmen und so weiter und so fort. Also es ist alles gegeben, was man für eine Telefonie braucht. Ja, eines wollte ich euch noch zeigen. Alternative Software zu Phone Alight. Ich bin hier auf einer Seite der Firma Placetel. Ich habe nichts mit der Firma zu tun. Die bieten auch eine Telefonielösung an. Aber ich habe mir das hier mehr oder weniger mal geklaut. Die Angaben sind von 5/2020. Ohne Gewähr hier eine Aufstellung der wichtigsten oder bekanntesten Softphone-Programme, Bria Solo, Callcenter, Jitsi, Linphone ist ziemlich bekannt, Ninja Light, Ninja Pro, Phone Alight, Placetel ist ihre eigene Lösung, Zeuper ist auch relativ bekannt, aber man muss hier auch sagen, es gibt hier Versionen, die Geld kosten, wie Zeuper zum Beispiel, 50 Euro. Es gibt auch welche, die unter Android laufen, unter iOS, unter Linux und verschiedene andere Funktionen auch noch beinhalten. Schaut sie euch an. Ihr könnt auch über diese Seite euch einen kleinen Überblick über diese Software machen. Mir hat Phone Alight am besten gefallen und deshalb bin ich auch hier geblieben. Die Webseite ist ein Graus, aber die Funktion der Software ist entsprechend besser. Ja, mittlerweile ist es auch schon ganz schön dunkel geworden. Ich hoffe, ich habe euch einen schönen Überblick über das Programm geben können. Am einfachsten ist es mal installieren und ausprobieren und nach den eigenen Gegebenheiten schauen, welche Möglichkeiten man damit hat. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, gesund bleiben und Servus.